Circa 110 Kilogramm, das optimale Campingmotorrad, so würde ich es fast sagen, denn es stinkt nicht, es riecht nicht, es fährt mit zwei ganz großen Akkuzellen, es hat einen ziemlich coolen, muss ich mal sagen, Rahmen mit dabei, der ganz außergewöhnlich ist. Es ist von Super Soko und heißt Electric Heißt CPX. CPX. Genau. So, hier vorne steht es drauf, Super Electric. Soko. Soko Electric, da ist ja, ich hätte fast gedacht, es heißt Electric Alpha oder sowas, Ach so, ja. nee. Das ist die CPX von Super Soko. Zulassung für zwei? Jawohl. Zulassung für zwei vorne. Als ich gesehen habe mit den Scheinwerfern, habe ich direkt zu dir gesagt, die sieht aber schick aus. Das ist mal ein anderes Modell von Super Soko, ne? So, Motor hat der Power? 4,8 kW. Die kann man allerdings nicht vergleichen mit Benzin-KWs, sondern ich sag mal, die liegen ja zu 100% direkt an, das Drehmoment. Genau, Drehmoment ohne Ende ist halt eben Direktantrieb und da hat man direkt Spaß. So, der hat einen Hecknabenmotor mit drin. Richtig, wie du siehst, ja. Scheibenbremsen vorne hydraulisch und das Ganze, wenn wir etwas näher mal unter die Haube schauen, mach mal bitte auf, dass wir mal reingucken können. Durch die Haube sehen. Ja, die Sitzhaube, auch Sitzbank genannt. So, wie man sieht, sieht man nichts. Und hier sind die dicken, fetten Akkus. Okay, Reichweite Sagen ungefähr? wir 140 Kilometer. Ist das realistisch, oder? Realistisch, wenn man 45 km/h fährt. Ja. Also ich sag mal so 100 schafft man. 100, die schafft man auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Zwei Akkus bedeutet auch, du musst hier nicht umstecken, die sind parallel dran, Die oder? sind parallel geschaltet, richtig. Da muss man gar nichts machen. Also die entladen sich halt eben separat und die laden sich auch separat. Das Lithium. Das liegt immer. Okay, also auch keine Angst, dass man da irgendwas überlädt oder unterlädt. Da ist ein BMS nämlich eingebaut, ein Batteriemanagementsystem. Setz dich mal kurz drauf, bitte. So, dann zeige ich nämlich mal ganz kurz. Die hat zusätzlich noch einen Hauptständer mit dabei, Seitenständer. Das ist hier mit dabei. Auch die kommt komplett zerlegt. Nee, nicht komplett zerlegt. Aber die ist definitiv in einem Stahlkasten und da muss noch einiges angebaut werden. So, Scheibenbremsen hinten und vorne. Dann hast du hier der Gepäckträger, die Gepäckträgeraufnahme. Oder der Gepäckträger ist dabei. Das heißt, ein Koffer kann direkt montiert werden. Richtig, wenn jemand das möchte, kann man den separat halt eben noch dazu buchen, kaufen. Ja. Es ist ein großes Motorrad. Das heißt also, auch zwei Leute haben sehr bequem Platz, weil du sitzt jetzt ganz normal, nicht zu weit vorne. Also ich habe Platz ohne Ende. Weil viele, die gehen ja dann hin und ich sag mal, die müssen irgendwie rücken, aber hier hast du wirklich viel Platz, was da ist. Du hast einen Stahllenker. Also das Ganze macht gar nicht so den Eindruck, als ob das jetzt irgendwie Leichtbau wäre, sondern sehr stabil. Ist es auch nicht. Also es ist definitiv stabil. Ist halt eben wirklich was vom Motorradbereich her finde ich halt eben super top. Ne? Also ist halt eben auch richtig schwer. Ne? Man merkt halt eben schon, dass da was drunter ist. Ja, das Ganze kommt aus Fernost. Scheibe ist dabei, das heißt, das ganze Zubehörkit mit allem drum und dran, Ersatzteile. Komme ich da gut ran? Natürlich bei mir. Bei dir. Ja. Das heißt also, du bist jetzt auch Vertragshändler, kümmerst dich drum, falls sie denn doch mal auf der Seite liegen sollte, irgendwas verschrammt sein sollte. Das gibt's alles. Du arbeitest hier mit einem namhaften großen Importeur zusammen. Ganz genau. Das ist ein österreichischer Importeur. Das Wichtigste, also ABS ist mit drin. Das ist CBS-System, richtig. CBS, dann großes Display. Beim CBS glaube ich so, dass du mit einer Bremse bremst und du hast dann zeitgleich zwei Bremsen. Genau, so sieht es aus. Also bremst dann hinten und vorne. Drei Schubstufen. Drei Schubstufen beziehungsweise fünf Stufen haben wir hier. Wir haben einen Rückwärtsgang, wir haben einen Vorwärtsgang fürs Rangieren und wir haben die 1, 2 und die dritte Stufe für das normale Fahren. Ne? Fahren wir nach vorne zum Rangieren. Und zum Rangieren, da fährt er halt eben nur 6 Das rückwärts. Und vorwärts. Das ist jetzt halt eben zum Rangieren. Ja? Jetzt fahre ich mal einen Rückwärtsgang. Ist ja goldig. Ja. Und der normale Gang direkt ran. Das war jetzt der Gang 1, Das war oder? der ganz normale. Nö, das war jetzt der dritte, aber im ersten Gang hast du auch genauso einen Schnitt. Okay. So, das heißt Höchstgeschwindigkeit, was läuft die? 80? 95. 95. 95 kann man. Gut. Du sagst aber, ich sag mal, das ist das City-Motorrad, den du hast, wenn du da jetzt natürlich Vollgas auf der Autobahn fährst. Das macht sich extrem bemerkbar, wie schnell du fährst, oder? Ist ja das, was wir eben gesagt haben, bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h hast du die Reichweite von 140 km. Ansonsten ist wie beim Auto, ne? Also umso schneller du fährst, umso weniger weit kommst du. Ne?
Gut, verstanden. Wo ist das? Das gibt es halt eben auch in der L1E-Version, also in 45 km/h-Version. Ne? Geht auch. Ist es vollkommen baugleich? Ist vollkommen baugleich. Ah, okay. Das heißt, das Ganze ist nur beschränkt denn durch die Elektronik? Genau. Also gibt es in zwei Bauweisen. Hast du die immer mit zwei Batterien oder gibt es die auch mit einer? Die 125, also die Äquivalent 125, die habe ich immer mit zwei Batterien. Ja. Macht Sinn, oder? Auf jeden Fall. Okay. Du würdest auch sagen, dass hier ist also, ich sag mal, ein Moped als Ersatz für die Stadt hauptsächlich oder mal für kleine Überlandfahrten? Das kannst du für alles nehmen. Also ob es die Autobahnfahrten sind, ob es für auf die Arbeit ist, ob es für Einkaufen ist, also schon dein Auto, spar am Sprit. Lad auf. Muss nur das Wetter passen, aber das war jetzt einigermaßen gut. So, also wenn man sowas mal haben möchte, das Ganze kann mittlerweile auch mit dem normalen Führerschein gefahren werden, ohne weitere Prüfung. Man muss nur ein paar Fahrstunden machen und muss keine Prüfung ablegen, aber ein paar Theorien, ein paar Fahrstunden, B196. Da gibt es aber so gewisse Mindestalter, ich glaube 25 muss man sein, muss auch ein bisschen, ich sag mal, Erfahrung haben schon mit dem Auto. Und man sollte halt eben schon die Erfahrung haben im Straßenverkehr, genau. So, am besten mal genau nachschauen. Googelt einfach B196. Ja, hier vorne ist es mit allen drum und dran. Wir sind bei Emosa. Zeig mal, Fernbedienung, Alarmanlage. Hier noch Alarmanlage, beziehungsweise auch Keyless Go halt eben. Ne? Also man braucht den Schlüssel eigentlich gar nicht reinstecken. Man kann direkt so losfahren. Okay, das heißt, der kann in der Tasche bleiben? Der kann in der Tasche bleiben, richtig. So, Lenkradschloss? Haben wir auch. Wird einmal aktiviert. Geschlossen. Geschlossen. So, und wenn es steht, ist die Alarmanlage auch dabei? Die Alarmanlage haben wir auch dabei, ganz genau. Können wir auch mal kurz aktivieren. Sollte jetzt eigentlich... Ein paar Sekunden. Da kam es, der erste Warnton. Okay, das heißt also, wenn du die abstellst... Nicht mehr weiterschieben, ne? Da hat er halt eben direkt die Motorblocke drin. Ne? Okay, das heißt, der Motor ist blockiert. Okay, verstanden. So, das heißt also, du aktivierst das Ganze, so nach 10, 15 Sekunden wird es dann scharf. Ganz genau. So. Du hast jetzt viele Super Sokos schon verkauft. Ich zeige mal gerade die anderen, die du hast. Das ist die 45er, damit hat so ziemlich alles begonnen hier bei dir. Und dann hast du die 125er bekommen, die haben wir auch gezeigt. Wie an Modellen von Super Soko hier drin stehen und es kommen immer wieder welche nach. Das ist jetzt auch eine 125er, die TC Max und ansonsten 50er im hinteren Bereich. Genau. Probefahren geht, hast du eine angemeldet? Probefahrt geht hier, ja. Also jetzt von den 50er, ne? Okay, also da drauf. Du sagst aber, die 50er ist vollkommen identisch, preisähnlich? Wie meinst du jetzt? Preis 50er, 125er ist ähnlich? Nee, absolut nicht. Ja, ist günstiger, die 50er? Die 50er ist günstiger, ja, ja. Okay, wo ist das? Ja, wir sind bei Emosa, du bist in Homburg, gegenüber vom Homburger Hof. Machst das Ganze jetzt seit einem Jahr. Wir drehen heute im April 2022. Wie ist es bisher angekommen? Ja gut, dieses Jahr eigentlich ganz gut. Ja. Also die Leute, die merken halt eben schon, dass man mit Elektro gut fährt. Ne? Wichtigste ist der Service. Du selber machst Reparaturen? Genau, das wird alles hier bei mir gemacht. So, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Öffnungszeiten bei dir? Das ist montags, dienstags, donnerstags, freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr und mittwochs geschlossen. Super, vielen Dank. Emosa in Homburg an der Saar. Tschüss.